Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ja, endlich ist es soweit. Es ist der 26. April. Auch Normalsterbliche wie ihr und ich dürfen endlich Mannerlords spielen. Und deswegen möchte ich auch ich das sehr, sehr gerne tun hier auf meinem Kanal. Nicht, weil es unbedingt jetzt noch das 634.000. Mannerlord-Let's Play braucht. In der letzten Zeit ist schon so viel von deutlich größeren Content-Creatern erschienen. Ja, YouTube und die Streams sind nahezu überflutet worden. Warum möchte ich Mannerlords spielen? Ganz einfach, weil ich möchte. Weil ich selber gespannt bin, dieses Spiel ausprobieren möchte, weil ich glaube, dass es unglaublich viel Spaß macht. Ich habe die Demo damals ausprobiert und deswegen möchte auch ich, jetzt wo wir die Möglichkeit haben, Mannerlords mit euch spielen, entdecken und schauen, was soweit schon möglich ist, was das Spiel kann und was wir aller Voraussicht nach hier noch erwarten dürfen. Ich habe euch jetzt schon mal die ganzen Einstellungen und alles erspart. Wir spielen hier diesen Modus, der ich meine Herrschaft heißt. Das heißt, wir haben diesen KI-Gegner auf der Karte, der irgendwann zwei oder drei Gebiete, glaube ich, claimen wird. Und am Ende wird es das Ziel sein, diesen Baron hier von der Karte zu tilgen. Aber bis dahin haben wir erst einmal die Möglichkeit, ganz in Ruhe unsere Stadt, unser Dorf aufzubauen und uns hier um unsere Leute zu kümmern. Und ich denke, das werden wir jetzt tun. Ohne große Vorrede werden wir hier hineinstarten. Ich nehme mich mal aus dem Bild, denn ich bin hier das Uninteressanteste. Und dann starten wir mit Mannerlords. Und ich denke zuallererst, das Allerwichtigste, wir müssen hier nicht unsere Region spezialisieren. Das können wir nachher mit Entwicklungspunkten, wenn unser Dorf größer wird, sondern wir müssen es natürlich umbenennen. Das heißt nicht Immenreuth, sondern wir werden das Ganze Falkental nennen. Ich finde, ein durchaus schöner Name. Also ich sage herzlich willkommen in Falkental und das Ganze passt hier auch sehr, sehr gut zu unserem Wappen. Der goldene Falke auf schwarzem Grund. Dann, wir bleiben erstmal noch im pausierten Modus. Mal ein Blick auf die Karte insgesamt. Wir sind, wie gesagt, hier in Falkental. Hier sehen wir einmal die Regionen, die wir dann auch mit Einfluss noch claimen können. Mal schauen, ob wir quasi nur, in Anführungszeichen, nur ein Dorf errichten werden oder mehrere. Wir schauen mal. Wir sind auf jeden Fall hier im, sagen wir mal, das ist alles so geschrieben, im Südwesten dieser Region unterwegs. Falkental ist uns vom König gegeben worden, um es zu entwickeln, wenn da nicht dieser Mann wäre, Hildebold von Bärenreute, der hier, wie es aussieht, Selbitz und Hofstetten unrechtmäßig geclaimt hat. Dann sehen wir hier auf dem Gebiet, wir haben ein paar Bären, die aktuell wachsen. Wir haben hier wilde Tiere, ein üppiges Vorkommen, das ist sehr, sehr schön, allerdings relativ weit weg von unserem Standort. Und wir haben hier ein Feldsteinvorkommen, auch das ist irgendwie relativ weit weg, und ein Lehmvorkommen. Und ja, da ist natürlich ein bisschen die Frage, unsere Zelte stehen nun hier, aber ich stelle mir ehrlicherweise die Frage, ob das der beste Ort ist, um unsere Siedlung zu beginnen. Wir sind hier auch sehr stark von Wald umgeben und entsprechend würde ich ganz gerne vielleicht ein wenig hierher ziehen, um dann hier an dieser Stelle mehr unsere Siedlung zu gründen. Das ist für den Anfang ein bisschen doof, weil wir natürlich jetzt hier unser ganzes Material haben. Wir haben hier unsere Vorräte liegen, unser Brennholz, unsere Brote, unser Ochsen, wie heißt der? Auch das ist ein wichtiger Name. Wie heißt unser Ochse? Der gute Dietz, der uns eine große Hilfe sein wird, ist hiermit angebunden und wir haben unsere Vorräte. Es wird ein bisschen dauern, das darüber zu ziehen, aber wir haben hier zum einen ein bisschen mehr Platz. Und wir sind auch hier näher an den wilden Tieren dran. Von daher würde ich hier mal mit so einer Art Grundplanung anfangen und dann die ersten Gebäude dann entsprechend errichten. Und zwar fangen wir mal an mit dem, ich glaube, die Tutorials brauchen wir nicht, mit dem Grundwasser. Da sehen wir, dass wir hier Grundwasser haben und haben wir denn den Brunnen? Bergbau macht eigentlich auch keinen Sinn. Ist er bei den Wohngebieten? Ja. Dann ist das hier. Okay, es reicht. Das reicht dem Brunnen auch schon aus.
Oh, es fühlt sich aber irgendwie schlecht an. Gut, aber wir bauen den hier hin, an dieser Stelle. Und jetzt würde ich gerne schon mal so eine Grundidee, auch wie wir Häuser werden bauen können. Zumindest schon mal so eine... Ja, dafür gehen wir mal so ein kleines Stück weiter raus. Ja, so eine... Wie gesagt, so eine Grundidee vielleicht davon entwickeln, wie wir hier ein Dorf anlegen können. Das ehrlicherweise kommt mir jetzt schon ziemlich groß vor. Ja, sollen wir zurück? Ja, so geht's zurück. Okay. Vielleicht nicht ganz so ausufernd. So, dass wir dann hier noch so einen Pfad in der Mitte machen, der sich dann vielleicht auch so ein bisschen hier an diesen Weg ranzieht. Und dann können wir auch hier schon mal so eine Idee, nee, das war falsch, hier, wenn wir die Ecke ausnutzen, die Idee von so einem Markt schaffen. Was haben wir hier? 24 Plätze. Das müsste eigentlich auch gehen. Ja, und dann glaube ich, können wir die Leute auch schon mal anfangen lassen, hier die Arbeiten zu machen. Und wir werden die nächsten Dinge planen. Was wichtig ist, denke ich, ist auch ein Speicher. Wir werden hier unsere Lebensmittel und die ganzen Dinge von hier herüberbringen und in Sicherheit sozusagen bringen müssen, vor den Witterungsbedingungen schützen. Ja, so ein Speicher, finde ich, passt doch eigentlich ganz gut, wenn wir den so dem Markt zuwenden. So dem Marktplatz vielleicht ein ganz kleines bisschen Abstand, nicht allzu gedrungen hier in der Flucht dieser Straße. Dann werden wir den schon mal hier mit anschließen. Und was dann natürlich auch wichtig ist, was wir am Anfang brauchen... Wir sehen jetzt hier den Überschuss. Ganz, ganz wichtig, dass wir... Gilt das beim Sammeln? Ja, ein Holzfällerlager. Und da, hier haben wir ein Eisenvorkommen, meine ich, war das. Ja, es soll auch erstmal nicht zu weit weg sein. Dass wir das vielleicht hier platzieren. Kann ich stay where this drink? So, an dieser Stelle... Auch das nochmal mit anschließen hier. Und dann haben die auf jeden Fall erstmal jede Menge zu bauen. Ich denke, die Priorität hier ist hoch. Dann der Speicher und sozusagen als letztes das Bergbaulager. Und wir können vielleicht in der Zeit diese Straße hier nochmal ein bisschen schöner machen. Oh nein, jetzt ist die ganze Straße wieder weg. Ah, das wollte ich ja nur nicht. Jetzt geht es so nicht. Mal schauen, was hier dann noch so in die... Was hier dann noch so mit reinkommt. Werden wir mal sehen. So, der Ochs ist gut am Arbeiten. Der Brunnen ist schon mal fertig. Das ist sehr schön. Also, Trinkwasser, dafür ist erstmal gesorgt. Dann wird jetzt hier im Speicher der Boden vorbereitet werden. Und wir können schon mal gucken, wir können es uns, glaube ich, noch nicht direkt leisten, aber... Ja, Wohngebäude, es kommt nur ein bisschen drauf an, kostet 2 Bauholz.
Ah, die Beeren, das ist natürlich so ein saisonales Thema. Ich glaube, man kann hier vielleicht dann am Waldrand so eine Jagdhütte bauen. Das ist eine ganz gute Entfernung. Können wir mal gucken, wie viel Platz die Tiere brauchen. Ja, wenn wir hier am Waldrand eine Hütte errichten, dann kommen wir auf jeden Fall nicht in deren Gebiet mit rein. Und hier so am Wegesrand könnte man dann noch eine Sammlerhütte machen. Dann ist auch der Weg da rein nicht so viel. Ja, jetzt sind natürlich die Wege, die hier gelaufen werden müssen, sind erstmal sehr weit. Aber ich glaube, grundsätzlich wird uns das dann zukünftig weiterhelfen. Und wir haben eine neue Nachricht. Aha, Hildebold schreibt uns: Euer Ruf eilt euch voraus. Ich wünsche nur, meine Rechte und meine Ehre gegen jene zu verteidigen, die mir Unrechtes tun. Ich hoffe, ihr seht davon ab, die Gerüchte und Verleumdung zu glauben, die manch einer über mich zu verbreiten scheint. Okay, also er spricht wahrscheinlich von den Gerüchten und Verleumdungen, dass er hier Gebiet sich unter den Nagel reißt, was nicht rechtmäßig sein ist. Wir schauen mal, ich glaube, zurückschreiben können wir noch nichts. Ihr habt keinen rechtmäßigen Anspruch auf Selbitz und Hofstetten. Das könnten wir ihm jetzt eigentlich zurückschreiben, aber interessant, wir sehen hier auch schon, es gibt sowas wie Erklärung. Es gibt Verhandlungen und wir können Phrasen dreschen. Okay, aber offensichtlich können wir ihm das hier gerade nicht schicken. Kann man das da reinziehen? Ah, doch. Ah, sehr schön. Man kann das hier reinziehen. Und jetzt schreiben wir ihm: Verehrter Hildebold von Bärenreute, ihr habt keinen rechtmäßigen Anspruch auf Selbürz und Hofstetten. Okay, das haben wir abgeschickt. Ja, mal schauen, ob er uns da noch eine Nachricht schickt. Zumindest haben wir unseren Standpunkt damit schon einmal klar gemacht. So, haben wir eine Möglichkeit, vielleicht den Anbindebalken, weil das ist ja auch eine. Ja, ich finde, den können wir vielleicht auch schon mal versetzen. Und da finde ich es eigentlich ganz passend. Ja, nicht so mitten im Dorf. Hier sollen eher dann so Hofstätten und Häuser entstehen. Platzieren wir den hier. Und wenn ich es richtig gesehen habe, gäbe es hier noch einen. Den könnten wir hier noch so ein bisschen mit anschließen. Kleines Stück Weg. Genau. So, er ist wahrscheinlich auch unterwegs. Unser guter Dietz mit den Materialien. Ja, er holt einen neuen Baumstamm und hier werden Steine geschleppt, um das Ganze fertig zu bauen und zu errichten. Gut, wir gucken mal, wie viel Baumaterial haben wir denn jetzt? Überschuss. Drei haben wir noch übrig. Dann könnten wir ja schon mal gucken, was wir damit noch als nächstes bauen können. Ich glaube, was dann noch ebenso wichtig ist wie der Speicher, ist das Lagerholz. Das Lagerhaus, um dort unter anderem Holz zu lagern, so rum. Und hier finde ich es eigentlich ganz passend, auch das da gegenüber des Marktes vielleicht zu errichten. Ein bisschen Platz dazwischen, sodass vielleicht auch noch eine Straße dazwischen passt. Und das alles nicht ganz so eng und gedrungen ist. Vielleicht ein klein bisschen versetzt. Dass es hinten abschließt. Bauen wir hier das Lagerhaus. Und schließen auch hier noch die Straße an. Okay, gut. Und dann haben wir auch. Ja, nur noch ein Bauholz übrig. Da ist jetzt die Frage, können wir damit irgendwas Sinniges schon tun? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch eine Brennholzhütte. Auch die könnten wir errichten, dass dann Brennholz geschlagen wird. Auch sehr, sehr wichtig. Ja, die Steine, die du trägst. Ja, das sieht auch wirklich. Der gute Peter hat hier. Es wäre schwer zu tragen. Hier vorne aber doch auch jemand. Jakob transportiert Stein. Ja, alles für den Speicher. Wichtige Aufgaben.
Dann die Brennholzhütte. Ist vielleicht der nächste wichtige Punkt, wobei, wenn wir noch keine Hofstätten haben, brauchen wir auch ehrlicherweise noch kein Brennholz, nicht wahr? Oh, das Jägerlager kostet gar nichts. Das ist natürlich praktisch. Das ist natürlich praktisch, dann können wir das schon mal machen. Hier so ein bisschen versteckt am Waldrand. Ist in der Flucht von der Straße vielleicht. Der Weg soll auch nicht zu weit sein. Platzieren wir das dort. Aufgebaut werden muss es aber irgendwie doch. Machen wir auch mittlere Priorität. Und dann verlängern wir diese Straße daran. Okay, dann schauen wir uns in der Zeit mal an, wie jetzt hier im Speicher gearbeitet wird. Sehr schön, da werden noch Steine gebracht. Das Fundament ist aber ansonsten geschaffen. Hier kommen noch weitere Steine. Das Ganze wird so ein bisschen erhöht errichtet. Unten kann man vielleicht Sachen reintun, die dann irgendwie Mäuse und Ratten nicht so rangehen. Oben dann eher Dinge, die so ein bisschen trockener auch gelagert werden müssen. Okay, da haben wir gerade davon gesprochen, das Fundament muss tiefer. Dann wird daran noch gearbeitet, sehr schön. Aber ich vermute, ja, sie warten jetzt noch auf das letzte Material, was hier gebracht werden muss. Und ich denke, dann können wir tatsächlich einen kleinen Moment schneller machen lassen, weil es jetzt wirklich nur darum geht, dass das Material diesen leider doch relativ weiten Weg transportiert werden muss. Aber wir sehen auch, die Beerenbüsche wachsen und sie wachsen gut. Das ist schön. Hier sehen wir unseren Ochsen, der das Material bringt. Aha, die Gentlemen lassen hier Anna die Steine schleppen, die letzten. Das haben wir gerne. Da muss der Baron vielleicht nochmal ein ernstes Wörtchen mit den Herren des Dorfes hier reden. Die schauen sich hier erstmal jetzt ihren Bau an. Jetzt marschieren sie leider den weiten Weg zurück, um sich auszuruhen. Auf jeden Fall ist der Balken jetzt schon mal da. Jetzt bringst du den dahin, zu dem Lagerhaus? Das hat doch hohe Priorität. Ja, aber sie konnten ein bisschen was weitermachen durch die Steine. Trotzdem wird jetzt hier schon mal ein bisschen das Gelände geebnet. Erste Balken werden im Boden befestigt. Ich hätte jetzt aber auch doch gedacht, dass hier das Holzfällerlager auch wichtiger ist. Wie sieht es mit dem Jägerlager aus? Das ist zwar kostenlos, muss aber doch irgendwie errichtet werden. Ne? Da muss doch jemand hin. Naja, gut. Ist Anna mit den Steinen angekommen? Ah ja, hier wird aber auch schon gearbeitet. Okay, es geht auf jeden Fall voran. Und das wird dann alles auch besser laufen, sobald wir die Möglichkeit dann haben, die Materialien hier rüber zu transportieren. Genau, da kommt jetzt der Ochse hoffentlich hierher. Freunde, wo haben wir eine hohe Priorität eingestellt? Gut, hier ist der Vorteil, es braucht nur zwei Holz und kein Stein ist damit erledigt. Das Lagerhaus ist fertig. Da würde ich jetzt noch keine Familie zuordnen. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal nicht so wichtig. Okay, hier wurde sich besprochen. Endres und Albrecht besprechen hier die nächsten Schritte. Aber ich weiß nicht, warum man hier die Priorität einstellen kann und dann wird hier eiskalt im Lagerhaus gebaut. So, sehen wir den guten Dietz mit seinen Baumstämmen. Dann
eine Söldnerkompanie ist verfügbar, aber gut. Wir sehen hier, wegen der Obdachlosigkeit die Zufriedenheit sinkt. Ja, das wird, sobald wir dann Bauholz haben, die wichtigste Aufgabe sein, dass wir hier erstmal mindestens 5 Hofstätten bauen. Wir können ja mal so eine ganz grobe Idee, klar, wir können es momentan nicht leisten, aber wir können ja schon mal gucken. Nee, so nicht. Okay, das wird auch erstmal irgendwie viel zu viel. Wir können das auch... Die müssen wir ein bisschen einzeln bauen. Sonst kriegt man hier das auch nicht so schön entsprechend gerundet hin. Aber das ist so die Idee, das dort zu platzieren. So, jetzt fängt es an zu regnen. Das ist schlecht für unsere... Ja, sind anfällig für Wetterschäden. Hier ist endlich der letzte Baumstamm. Und dann müssen wir unbedingt unsere Sachen darüber tragen. Brot haben wir schon nur 15. Brennstoff haben wir noch keinen Verbrauch. Ja, jetzt bekommen wir schon die Info, dass hier die Sachen durchnässen. Das ist schlecht. Auch das Brennholz. Also es ist wichtig, dass der jetzt hier fertig gebaut wird. Aber jetzt, wo das Material da ist, sollten die auch kommen. Genau, kommen sie alle an. Einen Speicher fertig zu bauen. Und dann würde ich tatsächlich 2 Familien hier beauftragen, dass die, das können wir auch langsamer machen, dass sie sich hier auf den Weg machen, genau, das Brot transportieren. Der Anbindebalken ist fertig, das ist auch in Ordnung. Dann hat jetzt das Holzfällerlager als nächstes hohe Priorität. Und die ist mittel, genau, von unserem Jagdpunkt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so schnell weniger wird. Ich glaube, es ist erst beim zweiten Regen sozusagen, dass dann die Sachen kaputt gehen. Aber die müssen hier auf jeden Fall jetzt schleunigst wegtransportiert werden. Hier fehlt auch noch ein Baumstamm, aber die fangen ja schon mal an zu bauen, auch sehr schön. Relativ einfache Holzkonstruktion hier dieses Gebäudes. Aber trotzdem auch immer schön zu sehen, wie hier die Gebäude dann wachsen und entstehen. Wir haben hier so einen feuchten April, so... Genau wie dieses Jahr. Oh ja, und der Speicher füllt sich mit Brot. Einige laufen einzeln. Ah, es wird der erste Marktstand errichtet. Schaut mal. Sehr schön. Okay, also hier wird sich ein Marktstand errichtet und auf dem wird dann sicherlich hier durch die eine Familie dann Brot verkauft. Sehr gut. Hier kommt der nächste Baumstamm. Wo ist er mit seinem Karren? Kommt er da auch schon? Mit seinem Karren, der Brot transportiert. Ich hoffe, er biegt jetzt hier gleich ab. Ja, tut er. Damit wir hier das Holzfällerlager fertig bauen können. Der gute Dietz. Muss hier den Weg hochschnauben. Ja, es sieht gut aus. Er hat hier seinen Hammer, der Peter, zum Bauen. Sehr schön. Dann werden wir jetzt alle mit anpacken. Und dann werden wir das Holzfällerlager gleich fertig haben. So, guter Junge. Sehr schön. So, Thomas, kannst weitermachen. Hier keinen Grund mehr zu warten. Material ist alles da. Okay, sie gehen das nochmal ab. Vielleicht messen sie nochmal nach, genau. Und dann geht es los.
ein Holz haben wir übrig. Das ist eindeutig zu wenig erstmal. Aber es dürfte hier relativ schnell jetzt fertig gebaut werden. Wobei schnell auch relativ ist. Wir beobachten sie aber mal dabei. Ist das auch ein reines Holzhaus oder wird das hier... Es wird hier noch ein bisschen verputzt wahrscheinlich. Oh, schöne Schindeln. Wird hier der Unterstand gebaut und jetzt ist das fertig. Sehr gut. Dann würde ich sagen, für den Anfang kommen auch hier zwei Familien rein. Und dann... Arbeitsbereich festlegen. Ja, da gucken wir mal. Kann man den irgendwie... Ah ja, hier kann man den vergrößern. Ich würde sagen... Erstmal so in... Ah ja, da fangen sie schon an auf der Seite, okay. In diesem Bereich. Hier ist jetzt noch... Ein Baumstamm. Und hier haben wir Brennholz und Stein. Ja. Nahrung nur 2 Monate. Wow. Aber das müsste jetzt demnächst fertig gebaut werden. Geben wir dem jetzt mal hohe Priorität. Und dann müssen wir uns, ja, um Fleisch kümmern. Hier sind jetzt schon 13 Brot angekommen. Das ist auch alles, was wir haben. Mehr haben wir nicht. Aber Bauholz sollte demnächst dann auch hier wieder zur Verfügung stehen. Ja, und dann ist natürlich Nahrung auf jeden Fall das nächste Thema. Er hat hier noch ein Brot gebracht. Ah ja, und hier wird jetzt planiert das Gelände. Thomas wird jetzt hier dann für uns erstmal das Jägerlager fertig bauen. Das würde ich gerne auch noch sehen, dass wir dann hier auf die Jagd gehen können. Es ist ein kleines Stück weg vom Dorf, aber die Bären werden wir auch anzapfen, dass wir gleich... Beeren und Fleisch haben auf jeden Fall. Hier sehen wir schon, hier wird ein Baum entastet. Sehr gut. Peter ist da fleißig und dann muss hier aber natürlich auch der Ochse dann reinkommen. Ja, ich frage mich gerade, auch das Lagerhaus, das Brennholz und so muss ja eigentlich geschützt werden, ne? Ja, er ist hier beschäftigt. Also wenn das fertig ist, dann werden wir auf jeden Fall einen Jäger bestimmen und dann werden wir auch eine Familie ins Lager schicken. Oder beziehungsweise das Brot ist ja hier, ne? Wir nehmen mal eine Familie raus und eine hier ins Lager, dass diese Familie sich darum kümmern kann, das Brennholz und so weiter hier ins Lagerhaus zu holen. Das ist auch wichtig. Und Bauholz haben wir jetzt schon 2 und das Jägerlager ist fertig. Sehr gut, dann werden wir beim Holz, auch wenn es ein bisschen wehtut, hier eine Familie, wobei im Moment können wir eh nichts bauen. Dann lassen wir hier doch mal 2 Familien noch drin. Und die letzte Familie packen wir hier rein und das Jagdlimit, ja, nehmen wir erstmal 10. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Thomas und Erhard arbeiten als Jäger. Sehr gut, dann haben wir das Thema Nahrung erstmal adressiert und wir haben jetzt 3 Bauholz. Lasst uns mal schauen, ob wir mit 3 Bauholz schon mal, was wir dort planen können. Nee. So.
Ach, schaut mal, das sind schon zwei. Dann kann man das, glaube ich, so. Dann haben wir hier so ein Grundstück mit Nebengebäude, was möglich ist. Nee, drehen wollte ich es nicht. Ich wollte es eigentlich tatsächlich nochmal erstmal nur eins planen. Und auch hier so relativ zentral, nicht zu groß. Okay, das wiederum ist dann zu klein. Ich muss auch so ein bisschen rantasten. Ah ja, so geht's. Dann werden wir das hier noch bauen, um ja, dann mal beginnen, hier die Obdachlosigkeit zu bekämpfen. Jetzt haben wir allerdings keine Familie, die baut. Ja, dann müssen wir die Holzfäller rausnehmen. Warenüberschuss. Okay, das sieht ja schon ganz gut aus. Dann können wir doch da gleich das nächste... bisschen größer, dass wir da auch so ein Nebengebäude hinkriegen. Ja. Weil der kann vielleicht ein Stück weiter raus. Und jetzt haben wir noch zwei Holz. Warum soll da nicht gleich das dritte Gebäude entstehen? Oder haben wir jetzt noch was Wichtiges? Wir sind dabei, für Fleisch zu sorgen. Vielleicht haben wir noch keins. 11 Brote haben wir. Ist hier schon was angekommen im Lagerhaus? Nein. Aber es muss wahrscheinlich auch relativ kompliziert oder aufwendig, genauer gesagt, per Hand alles transportiert werden, oder? Hier sehen wir noch die Vorräte. Werkzeug, Stein und Brennholz. Na gut. Okay. Aber da wird erstmal fleißig gearbeitet. Unser Ochse dürfte jetzt zum Glück nicht mehr so weite Wege haben. Der dürfte ja hier jetzt von seinem Anbindebalken eigentlich nur noch in den Wald und dann hier zu den Baustellen marschieren. Das müsste eigentlich in Ordnung sein. Und ich denke, damit haben wir doch hier für unser Dorf einen ganz guten Auftakt geschafft. Klar, es muss jetzt fleißig gebaut werden. Wir müssen schnell für die Unterkünfte sorgen, damit dann die Zufriedenheit wieder hochgeht und damit wir dann auch weitere Leute hier bei uns im Dorf willkommen heißen dürfen, damit das Ganze hier wachsen und gedeihen kann. Wir werden relativ schnell viel zu tun haben und mit unseren Leuten, mit der Arbeitskraft ein bisschen jonglieren müssen, aber das gehört dazu. Also unser Start in Manorlords. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal und euch hier der Start gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen über einen Daumen nach oben und natürlich ja, dieser kleine Hobbykanal hier. Ich freue mich auch über jedes Abo in meinem Hut. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge gleich morgen. Ich freue mich drauf. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.